Ja, hallo, willkommen zu meinem zweiten Videoblog. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust, jetzt die letzten 3 Wochen in Wort und Schrift zu verfassen. Ich denke, ein Video ist vielleicht auch manchmal einfacher, und verständlicher, und deswegen gehe ich diesen Weg. Ja, ich war seit 14 Tagen, oder ich war 14 Tage im Krankenhaus. Anfang letzter Woche bin ich nach Hause gekommen. Meine Problematik war ja, dass ich aufgrund von einem starken Erschöpfungssyndrom mich habe einweisen lassen. Es waren starke Schmerzschübe in den Beinen vorhanden. Ich habe das Gefühl gehabt, Durchblutungsstörung zu haben, ein Kribbeln in den Beinen. Ja, ich konnte es mir nicht erklären, ich konnte mich kaum auf den Beinen halten und habe dann den Weg gewählt, mich einweisen zu lassen. Selber habe ich mich dann auch schon ein bisschen belesen, indem ich festgestellt habe, dass es eventuell dieses Chronic Fatigue-Syndrom ist, das Erschöpfungssyndrom, was chronisch Kranke natürlich über jahrelange Schmerzbewältigung auch entwickeln können. Und vor allen Dingen fibromyalgische Tendenzen sozusagen, also Fibromyalgie. Eine nicht entzündliche Krankheit mit starken Muskel- und Sehnenschmerzen unter anderem. Ja, ich hatte also einen extremen Druckschmerz im Körper, was nicht unbedingt jetzt typisch für den Morbus Bechterew ist. Da ich allerdings kein Arzt bin, konnte ich das jetzt auch nicht unbedingt unterscheiden. Bilde mir zwar ein, dass ich viel über meine Krankheit weiß, aber naja gut, wenn ich so schlau wäre, wäre ich Rheumatologe geworden. Ja, hat sich dann dort halt festgestellt, ich habe dann einen Termin beim Psychosomatiker gehabt, der mir dann auch gesagt hat, Mensch, es wäre vielleicht nicht schlecht, sich mal ja, so für 6, 8 Wochen mal stationär einweisen zu lassen, um mal eine Therapie bezüglich meiner Verhaltensstrukturen zu machen, weil ich denke, es ist auch nicht unbedingt jetzt normal, dass man mit Morbus Bechterew Marathon laufen muss. Beruflich bin ich extrem angespannt gewesen. Hab, wie gesagt, seit meinem 8. Lebensjahr Schmerzprobleme und das bleibt, denke ich, nicht spurlos an einem. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ne? Und von daher mache ich das jetzt? Wichtig, denke ich mal, auch wenn man körperlich nichts kann, dass man trotzdem versucht, irgendwo an sich zu arbeiten, Wege zu finden, immer dran zu bleiben. Und ja, sobald ich aufhöre, irgendwas zu machen, verfalle ich natürlich auch in eine etwas stärkere Depression, weil es bewegt sich ja nichts. Also, ich muss was tun. Ja, und natürlich ist es rein natürlich, wenn man Schmerzen hat, dass man versucht, sich auszuruhen. Und indem man halt psychisch dann halt labiler wird. Aber solange man das Rad am Laufen lässt, in welcher Art auch immer, kann man, denke ich, positiver nach vorne schauen. Und das ist bei mir jetzt der Fall. Ich war heute beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, habe überprüft, ob ich nicht eventuell ein Schlafapnoe habe. Wobei ich zu 99% sicher bin, dass ich es nicht habe. Aber ich gehe wieder einen Weg, um eine Sache, die eventuell sein kann, auszuschließen, damit ich sie auch aus dem Kopf habe, um weiter zu forschen. Also, ich denke, die Suche nach dem gordischen Knoten ist definitiv immer ein Ausschlussverfahren. Ich habe 100 Wege und ich habe 99 Sackgassen und jede Sackgasse, die ich nehme, sollte ich positiv sehen, weil ich weiß, es ist eine weniger geworden. Das mal zum Thema positive Lebensdenkweise und ja, meine Arbeit verrichte ich momentan ist relativ schwer. Also ich habe ganz starke Tiefpunkte während des Tages, krieg's irgendwie auf die Kette. Laufen ist momentan überhaupt nicht mehr drin. Ernährungstechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, ich esse zwar kein Fleisch, aber ich habe aufgrund dessen, dass ich jetzt auch nicht mal mein 50-Kilometer-Pensum Lauftraining habe pro Woche, habe ich jetzt 6 Kilo zugenommen. Also ich habe momentan, also ich stehe kurz vor der Schlachtung. Also es wäre, denke ich mal, ein Festessen,
wenn ich ein Pferd oder ein, naja, Pferd ist ja gut, Pferdefleisch ist ja momentan das Thema, ne? Wenn ich bin definitiv auf Kampfgewicht und aber sehe es locker. Ich weiß, dass wenn alles wieder in seinen Bahnen läuft, dass ich dann wieder angreife. Ja, macht euch mal Gedanken darüber, dass nicht unbedingt euer Schmerz, den ihr habt, immer unbedingt von eurer Krankheit kommt. Zumindest ist jegliche negative Denkweise, und ich denke, man muss sich als chronisch Kranker auch mal öfters mal ein Vormachen oder nach Dingen suchen, die einen erfreuen, auch wenn sie nur so klein sind. Und dann auch mal gern Puddingplätzchen essen, auch wenn es nicht erlaubt ist, aber es hilft vielleicht auch manchmal der Seele. Ja, euer Schmerz wird natürlich dadurch verstärkt, ne? Jegliche Depression verstärkt den Schmerz, und ich bin da fest von überzeugt, dass nahezu 100% aller Schmerzen psychischen Ursprungs sind. Und selbst der Morbus Bechterew oder viele chronische Krankheiten werden durch eine schwere Lebenssituation ja, brechen aus. Typisch ja auch für den Morbus Bechterew, dass oft für den Ausbruch eine ja, schwere Lebensphase Vorgänger war. Ja, und da fragt man sich, ja, hat darauf was mit der Psyche zu tun, ne? Also von daher, Leute, denkt positiv, egal was passiert. Ihr habt gar keine andere Chance. Das werden wir nicht mehr los. Ich werde das nicht mehr los. Ich sehe das als ein sportliches Spiel. Morbus Bechterew ist mein Gegner, und tunlichst will ich versuchen, den Ball in meinen eigenen Reihen zu halten. Momentan liege ich hinten, aber ich habe den Ball. Ja, also ich bin dabei, demnächst mal wieder ein Tor zu schießen. Und irgendwann werde ich auch wieder in Führung gehen. Also von daher, Leute, Kopf hoch. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich momentan sehr inaktiv auf meiner Seite bin, aber auch ich bin nur ein Mensch. Auch ich denke auch mal negativ, aber jetzt denke ich, sollte das mal ja, wieder anders werden. Ja, ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich so lange im Krankenhaus bin, ob ich dann zwischendurch dann mal ins Internet komme, aber ich versuche mein Bestes. Also wenn ihr Fragen habt oder so, ich habe mit Sicherheit auch viele Fragen an andere, an anderen Leuten, und ein Austausch würde mich freuen. Also meldet mich ruhig an, seid mir nicht böse, wenn ich euch nicht sofort antworten kann. Ich denke, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann nochmal demnächst reinschaut. Tschüss.